Und damit herzlich willkommen hier bei Fadennetz, dem neuen Social Media Magazin auf Brain Content. Hier werden wir uns künftig mit den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, MySpace und so weiter beschäftigen. Wir werden hier auf Abzocker und Betrügereien, Fakes und Skurrilitäten in diesen verschiedenen Netzwerken eingehen. Es ist eigentlich eine eher kritische Sendung, aber natürlich wird in diversen Beiträgen auch nur mit Satire nicht gespart. Ich habe hier in Fadennetz natürlich auch noch tatkräftige Unterstützung von drei weiteren Personen. Da wäre einmal Marc Molter, der sich mit Facebook auseinandersetzt. Er wird euch Sachen zu den Basics auf Facebook erklären und auch zu den Fakes auf Facebook. Dann haben wir Lars, der wird sich mit Twitter auseinandersetzen. Alles Mögliche, was sich da abspielt, werdet ihr von ihm erfahren. Und dann wäre dann noch David, der uns in jeder Folge einen Newsflash zu den verschiedenen Social Networks gibt. Meine persönliche Abteilung wird Facebook sein. Hier werde ich mich zumeist mit satirischen Themen, aber teils auch mit ernsten Themen auseinandersetzen, wie hier in der Pilotausgabe. Ihr könnt natürlich auch noch etwas über die Inhalte mitbestimmen, daher das hier nur eine Pilotfolge ist. Also schreibt doch in die Kommentare oder per E-Mail an prankcontent@hotmail.de Vorschläge und Tipps zur Verbesserung des Formats. Aber jetzt wollen wir auch loslegen, und zwar mit dem ersten Beitrag, der von Marc Molter kommt. Der würde euch erklären, was ihr so alles beachten müsst, wenn ihr euch ganz unwissend bei Facebook anmeldet. Hi Leute und willkommen zu diesem Tutorial. Hier in dem Video möchte ich euch mal nahebringen, wie ihr Facebook grundeinstellt oder mehr zu sagen, wie ihr eure Grundeinstellungen in Facebook vornehmt, sprich Sicherheitseinstellungen, Privatsphäre-Einstellungen und so die groben Einstellungen, die man eigentlich generell vornehmen sollte, wenn man sich bei Facebook angemeldet hat. Aber dazu schauen wir einfach erstmal auf meinen Monitor. So, ich habe mich jetzt hier einfach mal mit irgendeinem Account bei Facebook angemeldet und wir befinden uns hier auf der Startseite. So, wenn man natürlich hier mit Facebook arbeitet, sollte man, wie gesagt, erstmal einige Grundeinstellungen vornehmen, bevor man hier in das Facebook-Universum eintaucht, denn da kann ziemlich viel schief gehen. Beginnen wir einfach mal folgendermaßen, indem wir hier oben dieses kleine Pfeilsymbol anklicken und uns den Reiter Einstellungen anklicken. Schon kommen wir in diese Grundeinstellung oder in dieses Grundeinstellungsmenü. Das ist in mehrere Hauptmenüs unterteilt und hier in Unterkategorien. Anfangen tun wir bei dem Hauptmenü Allgemein. Das ist erstmal das wichtigste Menü überhaupt, möchte ich einfach mal sagen. Deswegen heißt es ja Allgemein. Hier sehen wir Folgendes. Euren Namen, den könnt ihr hier eventuell bearbeiten. Viele Leute ziehen es vor, nicht direkt mit ihrem realen Namen auf Facebook zu agieren. Aber Vorsicht, hier könnte es in den AGBs teilweise drinstehen, dass hier nur reale Personen teilnehmen dürfen. Dann haben wir hier unseren Nutzernamen auf Facebook. Den können wir an dieser Stelle verändern oder editieren. Dann haben wir eure primäre E-Mail-Adresse, über die ihr bei Facebook zu erreichen seid oder für Facebook zu erreichen seid. Die ist wichtig, die muss aktiv sein, die muss funktionieren. Da kommuniziert Facebook mit euch. Dann könnt ihr unter Passwort euer Passwort ändern. Das ist immer sinnvoll, wenn irgendwelche Hacker-Attacken erfolgen. Man sollte das generell regelmäßig tun. Dann Netzwerke, könnt ihr diverse Netzwerke einstellen. Das lassen wir einfach mal weg. Und Sprache, wir sind jetzt hier in Deutschland, also stellen wir hier natürlich Deutsch ein. Dann kommen wir zum zweiten Menüpunkt, einen verdammt wichtigen Menüpunkt, die Sicherheit. Hier werden die meisten Fehler gemacht. Da beginnen wir einfach mal ganz oben. Wir haben zuerst unsere Anmeldebenachrichtigung. Du wirst benachrichtigt, wenn jemand versucht, auf dein Konto zuzugreifen. Diese Einstellung macht meiner Meinung nach viel Sinn, denn mitunter versuchen immer wieder Personen, Facebook-Konten zu hacken, und es ist sinnvoll, wenn das probiert wird, dass ihr dann irgendwie informiert werdet, sprich über eine E-Mail oder über euer Handy. Das können wir hier natürlich auch bearbeiten und hier können wir dann auswählen, wie wir benachrichtigt werden wollen, per E-Mail oder per SMS. Da nehmt ihr das natürlich, wo ihr auch dann wirklich erreichbar seid. So, als zweites hätten wir hier die Anmeldebestätigung. Das ist auch sehr von Vorteil. So könnt ihr verhindern, dass andere Leute quasi auf euer System zugreifen. Denn hiermit müsst ihr ein zweites Gerät verwenden, um eure Anmeldung zu identifizieren. Das heißt, in diesem Fall verwende ein
Telefon als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, um Zugriff auf dein Konto durch andere Personen zu verhindern. Das geht folgendermaßen. Ihr habt eine Art Zwei-Schritte-Anmeldung. Ihr meldet euch über euren PC an, bekommt eine SMS, bekommt einen Sicherheitscode, den müsst ihr nochmal eingeben und erst dann könnt ihr auf euer Konto zugreifen. Hat natürlich extremen Vorteil. So ist euer Konto, ich möchte nicht sagen unhackbar, aber extrem schwer hackbar. So eine Zwei-Schritte-Anmeldung ist mittlerweile eigentlich schon ein Muss. Besonders wenn man sich ein etwas größeres Konto aufgebaut hat, sollte man das auf jeden Fall einrichten. Unter Bearbeitung könnt ihr dann hier die dementsprechenden Einstellungen vornehmen. So, im nächsten Punkt haben wir eine Art Code-Generator, auch nochmal eine zusätzliche Sicherheitsbarriere, möchte ich einfach mal sagen. Den könnt ihr auch nochmal verwenden. Das ist eine Art App, die könnt ihr euch über Android oder iPhone herunterladen. Mit dem könnt ihr Codes generieren, die dann nochmal quasi eine Sicherheitsbarriere für euer Facebook darstellen. Auch das wiederum tut Hackern das Leben quasi extrem erschweren. Somit könnt ihr dann euer Account noch besser schützen, auch wenn ihr wollt. Aktiviert das einfach, installiert die dementsprechenden Apps und verwendet die dann einfach als zusätzlichen Code-Generator. So, als nächsten Punkt haben wir dann Passwörter für Apps. Unter Facebook gibt es diverse Apps, meist werden Spiele als Apps genutzt oder auch andere Apps sind da möglich. Hier könnt ihr dann nochmal für diese einzelnen Apps auch nochmal Codebarrieren einrichten. Kann auch vom Vorteil sein, wenn man heikle Apps benutzt oder Apps, wo man halt wirklich nicht möchte, dass jemand anders drauf zugreift. Vielleicht auch nicht die Frau oder die Kinder oder ähnliches. Da kann man dann, wie gesagt, nochmal diese einzelnen Apps separat mit diversen Codes absichern. Hat auch mitunter seine Vorteile. Wie gesagt, je mehr Codes man einrichtet, je schwieriger wird aber auch das System zu bedienen, weil man dann die Codes auch immer bei Hand oder zur Hand haben muss. So, dann haben wir noch einen Punkt, die zuverlässigen Kontakte. Das ist auch so ein Punkt, den empfehle ich einfach jeden einzurichten. Also jeder hat irgendwie einen besten Freund, eine Frau oder Verwandte, die irgendwie zuverlässig sind. Und wenn diese Personen natürlich auch einen Facebook-Account haben, könnt ihr die als zuverlässige Kontakte einrichten. Hat den Vorteil, habt ihr mal Probleme auf eurem Facebook-Account oder verliert euer Passwort oder ähnliches, könnt ihr mitunter über Umwege über diese Personen euch wieder auf euer Konto einloggen. Aber diese Personen müssen dann wirklich vertrauenswürdig sein. Nicht, dass die dann ihre Möglichkeiten missbrauchen und dann euren Account hacken oder irgendwelche Schindluder damit treiben. Diese könnt ihr auch unter Bearbeiten dann einfach auswählen und einfügen. So, dann kommen wir zu dem Punkt zuverlässige Browser. Das ist so ein Punkt, wenn ihr euch über mehrere Systeme einloggt, könnt ihr dann hier dementsprechende Systeme registrieren und als zuverlässig einstufen und wieder andere Systeme als nicht zuverlässig einstufen. Somit habt ihr dann nochmal eine zusätzliche Sicherheitsbarriere. So kann man quasi nicht von jedem Systemgerät, Browser, sich auf euer Konto einloggen und dann irgendwas einstellen. Nur die hier zertifizierten Systeme können dann darauf zugreifen. Und dann haben wir hier unten noch den Punkt, von wo aus du dich anmeldest. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. So sieht man dann, welches System gerade eben aktiv ist oder über welches System ich gerade eben mit Facebook verbunden bin. Das hilft auch dann nochmal zur Identifikation des Gerätes und des Ortes. So, das wäre die Sicherheitseinstellung. Kommen wir als nächstes zu den Privatsphäre-Einstellungen. Auch ein sehr wichtiger Punkt, weil da wird extrem viel falsch gemacht. Manchmal kann es sinnvoll sein, wenn man diverse Dinge postet, dass die nicht komplett öffentlich stehen. Vielleicht soll sie der Arbeitgeber nicht sehen, vielleicht sollen sie irgendwelche Freunde nicht sehen oder irgendwelche unbeteiligten Leute halt nicht sehen. Das können wir alles hier in diesem Menü regeln. Beginnen wir auch hier wieder von oben. Wichtigster Punkt, wer kann meine Inhalte sehen? So, hier könnt ihr natürlich einstellen, wer diese Inhalte sehen kann. Viele Leute haben hier den Reiter auf öffentlich gestellt. Das ist riskant. Man postet vieles, was mitunter vielleicht gar nicht, doch nicht so für die Öffentlichkeit gedacht ist. Und so wäre es wenigstens sinnvoll, das auf Freunde zu stellen. So sehen es nur die Freunde, die ihr in eurem Freundeskreis habt, in eurem Facebook-Freundeskreis. Oder ihr könnt hier weitere Optionen wählen, wie zum Beispiel jetzt nur ich. So könnt ihr dann auch alle Beiträge mit einem Schlag auf nicht mehr sichtbar schalten. So, hier unten haben wir noch eine Möglichkeit, das Aktivitätsprotokoll durchzusehen auf Beiträge, die wir schon gepostet haben und können dann nochmal für die ganzen Beiträge separat entscheiden, wenn ihr denn welche habt. Auf diesem Konto sind noch keine.
Dann auch noch ein wichtiger Punkt, möchtest du die Zielgruppe für Beiträge einschränken, die du mit Freunden und Freunden oder Öffentlichkeit geteilt hast? So kann man dann auch nochmal Vergangenes bearbeiten und dementsprechend einschränken, denn manchmal hat man was gepostet und so ein paar Wochen später hätte ich vielleicht nicht gemacht, aber ich möchte den Post nicht löschen, also könnt ihr hier nochmal die ganze Geschichte nachbearbeiten. So, dann ein weiterer Hauptpunkt, wer kann mich kontaktieren? Generell ein wichtiger Punkt im Internet, viele Leute wollen kontaktiert werden, andere wollen aber auch einfach nur in Ruhe gelassen werden. Das könnt ihr hier eigentlich im Grundprinzip einstellen. Hier hätten wir zum Beispiel den ersten Punkt, wer kann die Freundschaftsanfragen senden? Die meisten Leute wollen Freundschaftsanfragen auf Facebook haben, aber viele wollen auch einfach nur in Ruhe gelassen werden. So könnt ihr das dann bearbeiten und könnt dann dementsprechend einstellen, dass nur alle eure Freundschaftsanfragen stellen können oder nur Freunde von Freunden. Das heißt, das sind Leute, die schon mit euren Freunden befreundet sind. Erst die können dann euch wirklich Freundschaftsanfragen stellen. Und als nächstes steht dann hier unten drunter noch, wessen Nachrichten sollen in dein Postfach gefiltert werden. Hier kann man dann nochmal einen Filter machen, sodass man nicht total zugespammt wird von Facebook. Das kann dann mitunter auch sehr nervig sein, wenn man sehr viel auf Facebook aktiv ist. Einfach unter Bearbeiten klicken und dann könnt ihr hier den Filter dementsprechend scharf schalten. Und dann haben wir den nächsten Punkt, wer kann nach mir suchen, auch ein sehr wichtiger Punkt im Internet, gerade in dem Zeitalter der Suchmaschinen. Hier werden sehr gerne mal Leute gegoogelt, zum Beispiel ihr bewerbt euch irgendwo und der Chef kommt mal auf die Idee, ach, den googeln wir doch einfach mal. Wenn ihr dann natürlich hier eingestellt habt, dass euer Profil zu finden ist, dürft ihr euch nicht wundern, wenn dann der Chef, der euch einstellen will, dann euer Profil findet und natürlich dann erstmal da richtig rumstöbert, wenn dann alles auf öffentlich gestellt ist. Also schauen wir uns das mal an. Wer kann mit Hilfe der von mir zur Verfügung gestellten E-Mail-Adresse nach mir suchen? So eine Sache würde ich erst einmal generell ausschalten. Man kann das auch hier unter Bearbeiten dann einstellen. Viele stellen die Freunde ein, manche Leute stellen alle ein. Man sollte das so stark wie möglich eingrenzen, dass man eventuell maximal die Freunde nimmt. Dann der nächste Punkt, wer kann mit Hilfe der von mir zur Verfügung gestellten Telefonnummer suchen? Das ist ein ganz heikler Punkt in meinen Augen. Gerade Telefonnummern, die könnt ihr nicht so schnell ändern. Das solltet ihr auch die Einstellung so scharf wie möglich schalten, das heißt maximal die Freunde. Und dann der wichtigste Punkt, möchtest du, dass Standardsuchmaschine deinen Link zu deiner Chronik erhalten? Das ist dann auch wieder so ein Punkt, müsst ihr selber entscheiden, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Postet ihr sehr viel Privates, ist das immer so ein sehr heikler Punkt, wie gesagt, wenn der Chef oder andere Leute die Person oder einen selber mal googeln, kann das auch sehr zum Nachteil werden. Deswegen sollte man das hier mitunter sogar mit Nein erstmal einstufen. Wenn natürlich jemand ein YouTuber ist oder ein Facebooker, der generell extrem in die Öffentlichkeit rausposten möchte, der stellt hier natürlich Ja ein, der möchte ja auf jeden Fall im Netz gefunden werden. So, dann kommen wir zu dem Punkt, zu dem Menüpunkt Chronik und Markierung. Das ist auch so ein Punkt auf Facebook, der gefällt mir gar nicht, besonders der Punkt der Markierungen. Das ist nämlich folgendes, wenn ein Foto von euch im Internet auftaucht, können fremde Personen euch auf diesem Foto markieren und somit seid ihr auf diesem Foto mit Namen erkennbar. Und das ist immer so ein Punkt, da sollte man sauber darauf achten, was man hier alles einstellt. Der erste Punkt ist natürlich, wer kann Inhalte zu meiner Chronik hinzufügen? Das ist immer ein sehr kritischer Punkt. Da bin ich generell der Meinung, das sollte erstmal gar keiner. Oder wenn, dann macht es so, dass nur eure Freunde auf eurer Chronik was posten können, denn damit kann man euch massiven Schaden zufügen. Man kann irgendwelchen Mist auf eure Chronik posten. Wenn ihr das nicht gleich seht, tut ihr das in die Öffentlichkeit verbreiten und dann seid ihr für das, was da gepostet ist, verantwortlich. Da könnt ihr dann mitunter sogar rechtlich zur Verantwortung gezogen werden für. Also sollte man hier das so scharf wie möglich einstellen. Man geht auf Bearbeitung. Hier würde ich dann entweder nur ich oder Freunde wählen. Und dann haben wir noch einen Unterpunkt. Möchtest du die Beiträge überprüfen, in denen du von Freunden markiert wurdest? Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wie gesagt, das hatte ich gerade eben angesprochen mit dem Markieren. Leute markieren euch und sagen dann, das ist der und der und das ist der und der. Und mitunter wollt ihr gar nicht, dass ihr auf dem Foto markiert seid. Ihr wollt nicht auf dem Foto erkennbar sein. Ihr könnt das Foto vielleicht nicht runternehmen aus dem Internet, aber ihr wollt nicht, dass euer Name unter dem Foto steht. Deswegen tut hier unter Bearbeitung diese Geschichte dann so einstellen, dass erst
ihr zustimmen müsst, bevor diese Markierung öffentlich sichtbar ist. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte in meinen Augen, weil hier kann wirklich jeder euch irgendwo markieren. Mitunter wird das auch gerne gemacht, dass irgendwelcher Scheiß hochgeladen wird, irgendwelche Scheißfotos, und da wird man deswegen ein blöder, nackiger Arsch fotografiert. Er wird markiert als euer Gesicht und schon ist das sehr unvorteilhaft. Also sollte man hier diese Überprüfung vorher einschalten, sodass man vorher sieht, was da in der Öffentlichkeit über einen markiert wird. So, dann der nächste Punkt. Wer kann die Dinge in meiner Chronik sehen? Das ist auch nochmal so ein Punkt, der sollte auch nochmal sauberst überprüft werden. Denn wichtig, ihr postet ja zum größten Teil, wie ich es teilweise bei den meisten Facebook-Konten sehe, immer in die Öffentlichkeit. So sollte man doch das ein bisschen zensieren eventuell. Hier in dem ersten Punkt könnt ihr erstmal die Chronik euch anschauen, wie sie ein Fremder von außen sehen würde. Und dann im zweiten Punkt kann man Folgendes bearbeiten. Wer kann Beiträge, in denen du markiert wurdest, in deiner Chronik sehen? Das würde ich auch so scharf wie möglich stellen. Am besten erstmal nur ich, und dann kann man nochmal separat von Hand dann entscheiden, ob man das freischalten will oder nicht. Denn wie gesagt, man weiß nicht, wo man da immer markiert wird. Dann hätten wir noch den Punkt, wer kann sehen, was andere an meiner Chronik posten? Auch nicht so ganz clever, das weiße Schalten, wenn da jemand drunter quasi ausflippt und lauter Mist euch reinpostet und ihr habt im Moment keinen Facebook-Zugriff, weil ihr kein Handy oder irgendwas zur Hand habt. So kann euch massiver Schaden dadurch entstehen. Das würde ich auch im Vorfeld erstmal sehr scharf stellen, dass ich hier vielleicht eventuell dementsprechende Grundoptionen einstelle, wie zum Beispiel nur Freunde. Also das Freunde von Freunde ist schon sehr gefährlich. Oder eventuell nur ich oder Benutzer definiert, dann kann man da nochmal separat einschränken. Das müsst ihr aber dann, wie gesagt, selber wissen, wie öffentlich soll das alles ablaufen, was da passiert. So, dann haben wir hier den Punkt, wie kann ich Markierungen, die Nutzer hinzufügen und Markierungsvorschläge verwalten? Also grundprinzipiell, es sollte das immer verwalten. Also kommen wir gleich zu unserem ersten Punkt. Möchtest du Markierungen überprüfen, die Nutzer zu deinen Beiträgen hinzufügen oder bevor sie auf Facebook erscheinen? Das ist natürlich wichtig in meinen Augen. Also wenn da jemand auf euren Fotos rummarkiert, das muss überprüft werden, denn da kann ein Mist reinmarkiert werden, da können Leute markiert werden, die gar nicht da sind, oder ein gequälter Scheiß reinmarkiert werden, sagen wir einfach mal. Das sollte auf jeden Fall auf ein sein, sodass ihr das im Vorfeld überprüft, bevor das in die Öffentlichkeit geht. Dann der nächste Punkt, wen möchtest du zu deinem Publikum hinzufügen, der noch nicht Teil davon ist, wenn du in einem Beitrag markiert wirst? So, auch dieser Punkt kann ich immer nur empfehlen, schaltet das so scharf wie möglich. Wir lassen das jetzt erstmal auf Freunde, müsst ihr halt wie gesagt selber entscheiden. Dann der letzte Punkt, wer kann Markierungsvorschläge sehen, wenn Fotos hochgeladen werden, die dir ähneln? Das ist hier im Moment noch nicht verfügbar, aber auch da, wie gesagt, schaltet es so scharf wie möglich. Man kann das ja im Nachhinein immer noch mal etwas entschärfen. Man sollte sich das aber erstmal anschauen, inwieweit man damit arbeiten möchte. So, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, das Blockieren. Auch ein sehr wichtiger Punkt. Mitunter werden früher oder später Personen auftauchen, die euch auf Facebook nerven, beleidigen oder irgendwie einfach nur, ich sag's mal, verbal blöd auf den Sack gehen. Und diese Personen sollte man sich entledigen. Das können wir natürlich hier unter diesem Punkt hervorragend vornehmen. So, wichtig, wir fangen hier einfach mal von oben an. Wir haben hier die eingeschränkte Liste. Hier können wir die Liste bearbeiten. Klicken wir einfach mal drauf. Und hier wird quasi die Liste angezeigt der Personen oder der Leute, die halt blockiert sind. Im nächsten Punkt kommen wir auf Nutzer blockieren. Einfach den Namen des Nutzers oder die E-Mail-Adresse, je nachdem was ihr habt, hier eingehen und geben und dann einfach auf Blockieren drücken. So wird er zu dieser Liste hinzugefügt. Wichtig ist auch Anwendungsanfragen blockieren. Das könnte sehr von Vorteil sein. Mitunter werden permanent irgendwelche Anwendungen oder Spiele oder ähnliches von Freunden zu euch gesendet. Das nervt wie die Sau, besonders am Handy, weil das Ding kann teilweise als Wort piept und hupt. Auch hier einfach den Namen dieser Anwendung, des Spiels oder ähnliches eingeben, und somit bekommt ihr von dieser App, sage ich einfach mal, keinerlei Benachrichtigungen mehr. Das kann auch sehr von Vorteil sein. Das nervt nämlich mitunter extremst.
So Veranstaltungseinladungen blockieren hier wieder dasselbe System. Wenn ihr permanent zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen werdet, die ihr A gar nicht kennt oder von denen ihr gar nichts wissen möchtet, tragt die Namen hier ein und blockiert diese Veranstaltungsanfragen. Diverse Betreiber von Diskotheken oder größeren Festen machen das gerne mal. Wenn man da in irgendeiner Freundschaftsliste drin ist, wird man dann permanent mit irgendwelchen Veranstaltungen zugebombt und man möchte damit einfach nicht belästigt werden, schreibt diese Veranstaltung hier rein und somit ist die Geschichte dauerhaft blockiert. Als letzten Punkt können wir nochmal gezielt Anwendungen blockieren. Auch von Vorteil, wenn ihr irgendwelche Anwendungen habt, die ihr definitiv nicht auf Facebook benutzen möchtet, gebt hier den Namen ein und blockiert einfach die komplette Anwendung. Denn da gibt es viele Anwendungen, die auch eigentlich nur eins im Sinne haben, euch zu nerven und eigentlich sinnlos sind. Gebt diese Anwendung hier ein, blockiert sie und damit seid ihr diese Anwendung auf Dauer los. So, kommen wir zum nächsten Menüpunkt, das ist die Benachrichtigung. Dieses Menü ist eigentlich fast selbsterklärend. Hier gebt ihr ein, wie ihr und wo ihr und worüber ihr benachrichtigt werdet. Das brauche ich eigentlich im Großen und Ganzen kaum zu erklären. So erhältst du Benachrichtigungen, so kann man dann einstellen auf Facebook, bekomme ich alle Benachrichtigungen über E-Mail-Adressen, die meisten, das können wir dann alles hier nochmal bearbeiten, nur Benachrichtigungen zu meinem Konto, bla bla bla, so könnt ihr diese Nachrichten nochmal etwas einschränken. Push-Nachrichten, das sind dann meistens so SMS oder ähnliches, das können wir hier auch nochmal einschränken, so kommen dann nochmal Nachrichten, wenn jemand auf euer Konto zugreift oder dergleichen. Worüber du Benachrichtigungen erhältst, das kann man auch wiederum hier nochmal einstellen. Aktivitäten, die dich betreffen, an diese Benachrichtigung würde ich immer anlassen. Die würde ich halt über Facebook oder über E-Mail reinkommen lassen, sodass ihr wenigstens seht, wenn andere Leute über euch diskutieren, sprechen oder Fotos über euch posten. Das sollte man schon ein bisschen kontrollieren. Also sollte man diese Nachrichten auf jeden Fall anlassen. Und des Weiteren haben wir noch Aktivitäten enger Freunde. Das müsst ihr dann wissen, ob ihr darüber benachrichtigt werden wollt. Oder Markierungen. Da würde ich auf jeden Fall immer den Punkt alle anlassen. Denn wenn ihr markiert werdet, das müsst ihr einfach wissen. Weil, wie gesagt, da wird viel Schindluder mitgetrieben. So, kommen wir zu dem Punkt Handy. Über den Punkt Handy könnt ihr euch nochmal sämtliche Benachrichtigungen direkt aufs Handy zusenden lassen. Wer das möchte, tut hier halt sein Telefon dazu hinzufügen. Wer das nicht möchte, lässt es halt bleiben. Dann kommen wir auf den Punkt Abonnieren. Wer meine Aktualisierungen abonnieren kann, das ist auch wieder so ein Punkt, das sind auch Leute, die euch quasi folgen wollen oder euren Tätigkeiten folgen wollen. Hier könnt ihr dann einstellen, wer euch abonnieren kann. Und die meisten stellen hier den Punkt auf alle. Müsst ihr aber dann auch wieder wissen, ob ihr euch so in die Öffentlichkeit hinaus wagen wollt. So, dann kommen wir zu dem Punkt Apps. Apps sind halt zusätzliche, sagen wir einfach mal, Programme, die unter Facebook laufen. Hier können wir nochmal tiefer einstellen, wie wir damit arbeiten möchten. Wir hätten zum Beispiel den Punkt Apps, die du verwendest. Möchtest du Anwendungen, Plugins, Spiele und Webseiten auf Facebook und anderswo verwenden? Schalte das ein oder aus, je nachdem, wie ihr es nutzen möchtet. Wenn ihr euch wirklich nur auf Facebook bewegt, um irgendwas zu posten, wäre es vielleicht sogar sinnvoll, das auszuschalten. Dann der nächste Punkt von anderen Nutzern, verwendete Apps, das ist auch wieder so ein Punkt, mich nervt sowas eigentlich nur. Nutzer können dann quasi hier teilweise sogar auf eure privaten Sachen zugreifen und diese dann sogar weitergeben. Hier sollte man auch mit unter die Geschichte etwas scharf schalten. Hier könnt ihr dann das Häkchen reinsetzen, was nun verwendet werden darf und was nicht. Wie gesagt, auch hier sollte man mit den Daten etwas geiziger umgehen. Das ist immer sehr riskant in meinen Augen. Sollte dann auch wieder jeder nochmal für sich selber entscheiden. Aber auch hier würde ich sehr scharf einstellen. Dann kommen wir zu dem Punkt umgehende Personalisierung. Auch hier wieder so ein Punkt. Braucht man das nicht? Erhalte relevante Informationen über deine Freunde, wenn du ausgewählte Partner-Webseiten aufrufst. So sieht man dann, ob da jemand von euren Freunden schon drauf war. Oder ähnliches, also das sollte man eventuell auch ausschalten. Müsst ihr dann wissen, ob ihr das benutzen möchtet oder nicht. So, und dann nochmal ein Punkt, alte Version von Facebook für Handys. Habt ihr ein altes Gerät oder so, habt ihr eine alte Version von Facebook? Auch hier könnt ihr dann nochmal die Einstellungen bestimmen, die die Privatsphäre für Inhalte für dieses Gerät dann quasi betreffen. Hier müsst ihr dann auch nochmal dann bearbeiten und könnt dann dementsprechend einstellen, öffentlich, Freunde von Freunden, Freunde oder nur mich. Das betrifft dann aber nur diese quasi alten Facebook-Apps. So, dann kommen wir in den Punkt Werbeanzeigen.
Da braucht man eigentlich fast gar nichts dazu zu sagen. Das steht hier ziemlich gut erklärt. Wie gesagt, wichtig, ihr könnt das dann auch nochmal hier bearbeiten, so dass man das dann auch nochmal freischalten kann, wer wie wo euch bewerben kann und was für Daten wie wo genutzt werden können. Ich bin dann halt auch immer jemand, der hier sehr scharf filtert. Das müsst ihr dann aber selber wissen, ob ihr das so einstellt oder nicht. Dann kommen wir zu dem Punkt Zahlungen, der betrifft eigentlich weniger Personen. So kann man dann eventuell dann nochmal über Facebook Zahlungen tätigen. Da schauen wir uns einfach mal die Geschichte hier näher an. Der Kontostand bei mir ist 0, da ich kein Geld eingezahlt habe. Dann haben wir als allererstes den Punkt Abonnieren oder Abonnements. Das heißt, hier könnt ihr dann sehen, was für regelmäßige Zahlungen über euer Facebook-Konto ablaufen. Dann Kaufverlauf, hier könnt ihr sehen, was ihr dann im Einzelnen gekauft habt. Das bezieht sich wohl überwiegend auf Apps und Spiele. Zahlungsmethode, hier könnt ihr einrichten, wie ihr bezahlen möchtet, Visa, Abbuchungen oder dergleichen. Bevorzugte Währung, wir sind hier in der Eurozone, nehmen wir natürlich Euro. Und dann die Lieferadresse, falls ihr feste Sachen bestellt, Sachen, die euch zugestellt werden müssen, müsst ihr hier eine Adresse dafür angeben, damit diese Artikel euch auch erreichen können. So, dann haben wir den Punkt Support-Konsole. In diesem Punkt seht ihr eigentlich nur Support-Anfragen, die ihr direkt gestellt habt. Ich habe hier keine gestellt, also kann ich hier keinen Support-Verlauf anzeigen. So kann man dann nochmal quasi sehen, was war da, was habe ich da gestellt, wie wurde diese Frage beantwortet. So, dann haben wir noch den Punkt Videos. Hier könnt ihr nochmal einstellen, ob diese Videos automatisch abgespielt werden, wenn ihr drüber scrollt. Das betrifft die Desktop-Version auf dem PC. Das ist standardgemäß eingeschaltet, kann aber auch mitunter nervig sein und zieht natürlich auch dementsprechend Volumen. Gerade für die Leute, die ein bisschen auf ihr Volumen achten müssen, hier würde ich eventuell auf ausgehen, denn man klickt das an, was einen interessiert und alles andere möchte ich nicht, dass es automatisch vor mir abläuft. So, und damit hätten wir eigentlich die Grundeinstellungen, die Sicherheitseinstellungen für Facebook durch. Es war ein bisschen ein langwieriges Tutorial, ist aber nötig, dass man hier mal wirklich ein Auge drauf wirft und diese Sachen vernünftig einstellt. So, ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen und sage hiermit tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie man sich richtig bei Facebook anmeldet. Wenn man dann ein bisschen durch das Netzwerk durchstöbert, wird man vielleicht auf den einen oder anderen Reflink stoßen. Was das ist und was für eine dreiste Geschäftsmasche dahinter steckt, das erkläre ich euch in meinem Beitrag jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Vernetzt, dem neuen Format hier auf Prank Content, das sich quer ums Internet dreht. Hier werden wir mit verschiedenen Leuten Berichte zu verschiedenen Plattformen im Internet machen, und zwar unter anderem zu Facebook, YouTube, Twitter und so weiter. Ja, ich berichte euch heute was über Facebook bzw. das Spammen von Amazon Reflinks auf Facebook. Und um euch zu erklären, was dabei mein Problem ist, muss ich euch natürlich auch erstmal erklären, was Amazon Reflinks so sind. So, also Amazon Reflinks funktionieren folgendermaßen. Ihr könnt euch die als ganz normaler Nutzer generieren lassen und damit zum Beispiel zu einem speziellen Produkt verlinken. Verlinke ich euch jetzt zum Beispiel hier in der Beschreibung oder in den Kommentaren mit einem Amazon Reflink meine Kamera und ihr klickt da drauf, kommt ihr zu diesem Produkt über diesen kleinen Shortlink, der ähnlich lang wie ein Bitly-Link ist. Ihr seht dann das Produkt und Amazon registriert, dass ihr da über meinen Reflink draufgekommen seid. Ja gut, was ist die Besonderheit? Kauft ihr jetzt in den nächsten darauffolgenden 30 Tagen etwas, und das muss nicht die Kamera sein, wird mir ein kleiner prozentualer Anteil des Erlöses, den Amazon durch den Verkauf dadurch gekriegt hat, gutgeschrieben auf mein Konto. Das heißt, ich generiere Geld dadurch, dass ihr auf meinen Link klickt und gegebenenfalls etwas kauft. Bei den täglichen Verkäufen, die Amazon hat, ist das aber auch ziemlich wahrscheinlich, dass das früher oder später passiert, weil halt sehr viele Leute auf Amazon einkaufen. Und das auch ziemlich verlockend ist, da einzukaufen, wenn man die Preislage zwischen Einzelhandel und Amazon betrachtet. Wenn man also ausreichend Reichweite hat, ist es doch schon ziemlich sinnvoll, diese Amazon Reflinks zu benutzen, denn das bisschen Geld, das man praktisch für nichts dadurch einspielt und
Ja, das ist nicht gerade wenig, teils kann man sich doch auch mal ganz gut gönnen. Das haben auch einige Facebook-Seiten kapiert und mein Musterbeispiel für solche Facebook-Seiten ist die Facebook-Seite Zockerfakten. Die Seite Zockerfakten hat momentan um die 356.000 Likes und die Posts werden auch relativ häufig gesehen und oftmals sind dann an der Seite so kleine Amazon Reflinks-Nummer zu finden. Und oft ist auch auf den Bildern irgendein Produkt zu sehen, was man hier jetzt auch im Hintergrund an diesen Screenshots, die ich euch hier zeige, gut sehen kann. Zum Beispiel eine Super Nintendo und dann wusstet ihr noch, dass es die noch gibt. Hier könnt ihr sie kaufen und dann kommt halt dieser Reflink ins Spiel. Der führt dann zu diesem Produkt und ja, ihr denkt euch nichts Böses dabei, die wenigsten wissen auch, dass der Seitenbetreiber, der Admin von der Seite dadurch Geld bekommt. Die kaufen wahrscheinlich dieses Produkt gar nicht, der verlinkt da auch meistens immer so teure Produkte, das ist völlig übertrieben, ja. Aber, wie schon gesagt, man muss nicht dieses Produkt kaufen, dass durch diesen Reflink Geld eingespielt wird. Und ich finde es dann schon ziemlich stressig, die Unwissenheit von diesen Likern so sehr auszunutzen, dass man dadurch solche Mengen Geld scheffeln kann. Weil bei 356.000 Leuten bestellen dann doch schon einige, möglicherweise nachdem sie auf diesen Link geklickt haben. Wie viel diejenigen verdienen, die Amazon Reflinks benutzen, ja, das dürfen die natürlich nicht sagen. Das ist ziemlich genauso wie bei den YouTube-Werbeeinnahmen. Das ist einfach eine Sache, die darf man nicht ausplaudern, aber ich habe mich schlau gemacht und es soll nicht allzu wenig sein. Da kann man natürlich keine fixe Summe nennen. Es kommt halt immer drauf an, wie viele Leute da draufklicken, aber es summiert sich natürlich, ja. Also wenn ihr wenn einmal jemand über euren Reflink einkauft, ist das scheißegal für euch. Also das sind maximal ein paar Cent. Aber bei so vielen Leuten ist es dann doch schon ganz nützlich. Man muss die Leute aber auch irgendwie dazu bewegen, da drauf zu klicken. Deswegen werden da halt immer möglichst dubiose Produkte gepostet, auf deren Kaufidee man so eigentlich gar nicht kommen würde. Das ist dann zum Beispiel, wie man jetzt im Hintergrund sehen kann, so ein riesiges Monitorset für einen Computer bestehend aus drei Monitoren. Welcher normale Zocker zockt über drei Monitore, frage ich mich gerade. Aber ja, sieht ja ganz interessant aus. Ja, könnt ihr euch hier mal genauer angucken. Klickt doch auf den Amazon-Link. Ja, ist ja kein Ding, ne? Oder irgendein Produkt. Jetzt habe ich gesehen, ein Kabel haben die da gepostet. Ja, kann ich euch auch hier wieder im Hintergrund einfügen und dann die Rezension dazu, das ist der Hammer, das müsst ihr euch durchlesen. Die Leute, die das schreiben, könnten locker als Comedian arbeiten. Klickt auf den Link und lest euch die Rezension durch. Natürlich klickt auf den Link, das bringt mir auch gar kein Geld. Natürlich kann ich da nicht einzig und allein auf der Seite Zockerfakten rumhacken. Das gibt's natürlich auch massenhaft auf YouTube in der Videobeschreibung oder auch auf den Facebook-Seiten von größeren YouTubern. Da möchte ich jetzt aber gar keine Namen nennen. Wer da ein bisschen guckt, der weiß das sowieso direkt. Der Unterschied zwischen solchen Facebook-Seiten und YouTube ist jedoch, dass die YouTuber meistens ihrem Publikum sagen, dass sie über diese Reflinks Geld verdienen. Und ich finde, das ist auch der richtige Weg. In meinen Augen sollte es eigentlich auch gesetzlich vorgeschrieben sein, dass man sagen muss, dass man über diese Reflinks Geld verdient. Euch kostet es zwar kein Geld, einen solchen Reflink anzuklicken, aber als Betroffener würde ich dann schon gerne wissen, dass ich damit jetzt irgendjemanden unterstütze, den ich gar nicht kenne. Und es ist dann vielleicht doch schon ganz schön, das halt einfach mal zu wissen. Ich meine, das ändert es ja nicht zwingend, dass man diesen Link benutzt. Ich würde ihn dann wohl trotzdem noch benutzen. Aber gerade dieses exzessive Rumspammen von diesen Links und dieses einfache Aussehen auf Profit auf solchen großen Facebook-Seiten, wo man in den Kommentaren teils Beweise dazu findet, dass die Leute das zum Großteil nicht wissen, dass man damit Geld verdient, halte ich dann schon für ganz angebracht. Alternativ zur gesetzlichen Regelung könnte Amazon das ja auch einfach selbst in die Hand nehmen. Das könnte man dann so machen, dass man, sobald man sich das einrichtet, dass man diese Reflinks verwenden kann, ein Formular ausfüllen muss, wo man angibt, wo man diese Reflinks jetzt verwenden wird, unter welchen Nutzernamen bedingt man diese Reflinks dann verwendet und dass Amazon das dann einfach stichprobenartig kontrolliert und dann guckt, ob man das auch einhält, dass man das irgendwie im Impressum oder unter dem betreffenden Post angibt, dass man über diesen Reflink Geld verdient.
So, ich hoffe, euch hat mein kleiner, knapp 7-minütiger Beitrag über Amazon Reflinks hier jetzt gefallen. Ihr könnt hier mal in die Kommentare schreiben, was ihr über Reflinks denkt. Ja, weiter geht's jetzt mit einem anderen Beitrag hier in der Sendung. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zur nächsten Folge vernetzt. Schon dreist, oder? Naja, machen wir mal einen kleinen Themenschwenk und gucken mal, was Lars gemacht hat. Der hat sich nämlich mit den ganzen verrückten Designänderungen auf Twitter auseinandergesetzt. Und damit herzlich willkommen in meiner Abteilung hier bei Vernetzt. Man kennt mich ja unter anderem aus dem YouTube Media Magazine. Und da habe ich ja auch oft Themen, die eher oder auch öfter mal in eine investigative Richtung gehen oder in eine aufdeckerische Richtung, hin und wieder natürlich auch Satire, aber ich bin auch jemand gern, der Sachen beobachtet und wenn es dann halt mal ist, auch aufdeckt. Und ich will versuchen, das auch hier in diese Sendung etwas mit reinzubringen. Und in dieser Sendung ist mir ganz grob das soziale Netzwerk Twitter zugeordnet. Ich werde mich also im weitesten Sinne erstmal um das soziale Netzwerk Twitter kümmern. Und das mache ich gemeinsam mit dem Leitung 296. Wir arbeiten da in der Kategorie immer zusammen. Wir recherchieren gemeinsam immer. Und ich bin dann sozusagen der Repräsentator unserer Ergebnisse, die wir in der Recherche gemeinsam erzielt haben. Ich repräsentiere dann immer euch sozusagen dann das Ergebnis. Und der Leitung 206, der Kanal von ihm, ist auch unten mal in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch das Twitter-Profil. Und wir beide werden uns, wie gesagt, hier mit dem sozialen Netzwerk Twitter auseinandersetzen und beschäftigen. Und es ist immer schwierig, einen Anfang zu finden. Die wahrscheinlichste und beste Möglichkeit ist, wenn man einfach mal sich auf das Design stützt. Ist ja auch bei YouTube ein schöner Angriffspunkt, die ganzen Designsentwicklungen in den Jahren. Ihr würdet es nicht glauben, aber in anderen sozialen Netzwerken ist das genauso. Auf Twitter jedes Jahr nahezu kommt ein neues Startseitendesign und Profildesign jedes Jahr aufs Neue. Wie ich immer so schön sage, der Kampf ums bittere Überleben eines alten Designs. Und so ist das nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter. Und das ist unglaublich. Ich meine, da gewöhnt man sich immer gerade an ein Jahr was, an etwas und dann wird es immer komplett umgeschmissen und umgeändert. Ob das jetzt eine positive Änderung ist oder nicht. Es geht mir einfach darum, warum hat man dann immer ein Jahr dieses Design und man schmeißt es dann wieder um nach einem Jahr. Wo ist da der Sinn, wenn der Nutzer sich mal gewöhnt? Wenn man sagt, ja, nach fünf Jahren wird es mal Zeit, dass was geändert wird, okay. Wenn es kleine Veränderungen sind, auch okay. Aber warum immer jedes Jahr alles komplett umschmeißen? Aber nun denn, wir schauen uns das Ganze mal genau an. 2006 ging das Ganze los mit Twitter, der ganze Spaß. Das frühere Twitter-Design, wir blenden mal einen Screenshot ein von 2006. Das Twitter-Design, das war damals noch ganz schlicht. Und damals hieß es auch noch nicht Twitter, damals hieß es noch Twitter. Also ohne E, da steht nur Twitter. Das Ganze war damals, wie man hier anhand der Timeline erkennt, noch nicht mal auf Deutsch verfügbar. Das war ein rein englisches Design oder rein englisch gestaltet. Der Schriftzug damals noch grün und noch nicht in Blau, wie es heute bekannt ist, gestaltet. Da fehlt natürlich auch der Twitterbird, der war da selbstverständlich auch noch nicht da. Und das Ganze damals, wie gesagt, 2006, wie das Ganze losging, damals noch recht schlicht und banal sowie einfach gestaltet. Das war 2006 das Twitter-Design. 2007, da blenden wir euch auch mal ein kleines Bild ein. 2007, das war dann das zweite Design. Wie man sieht, erstmals im blauen Schriftzug. Neu war auch der Kasten zum Schreiben eines Tweets, wenn man selbst was verfassen will. Und der war direkt über die Timeline platziert. Also über diese ganzen anderen Posts konnte man praktisch im What are you doing selbst einen Tweet verfassen. An der Sidebar, an der Seite rechts waren die persönlichen Profilinformationen, und das war sozusagen das offizielle zweite Twitter-Design. Blauer Schriftzug waren die Hauptänderungen, Logo änderte sich also, dann dieser Kasten zum Schreiben eines Tweets, der übrigens nicht einklappbar war, und diese Sidebar mit den persönlichen Profilinformationen. Ja, zwischen 2008 und 2009 gab es wieder eine Designänderung. Der Kasten zum Schreiben eines neuen Tweets hat sich leicht verändert.
Wenn man mal schaut, die Startseite von Twitter, die Timeline und die Sidebar waren nun zusammenhängend, also nicht mehr in verschiedene Kacheln unterteilt, wie es ja noch 2007 der Fall war. Und bei den Profilinformationen, wenn man es aufs Profil ging, wo wir jetzt auch mal einen Screenshot einblenden, das ist das Profil. Wenn man auf ein Profil drauf ging, war das auch zusammengehängt und die Profilinformationen standen praktisch auch zusammengehängt rechts. Und das war nicht mehr unterteilt in verschiedene Kacheln. Das war so die Hauptänderung zwischen 2008 und 2009. 2010 nochmals eine leichte Designänderung. Das Menü befand sich erstmals oben in einer feststehenden Leiste mit Home, mit den Auswahlpunkten Home, Profiles, Messages und How to Follow. Das war neu, diese Leiste. Und was auch neu war, war der Twitter-Bird, der auf einmal neu dazu hinkam, sowie war der Schriftzug Twitter weiß gestaltet. Der hat sich also auch geändert, dieser Schriftzug, denn der war ja vorher noch blau. Also ist dafür jetzt ein blaues Twitterbird hinzugekommen. Allerdings hat sich der Schriftzug weiß gefärbt. Das Profil sah ähnlich aus als die Startseite, also auch oben diese Leiste und der weiße Twitter-Schriftzug sowie das blaue Twitterbird. Und ansonsten blieb alles andere gleich. Hauptsächliche Änderungen waren Änderungen des Logos. Ja, in meinen Augen bislang alles noch verschmerzbare Erinnerungen. Jetzt kommen wir aber schon zu anderen Geschichten. Jetzt wird's meines Erachtens nach immer schlimmer. Zwischen 2011 und 2013 oder von 2011 bis 2013 kam das fünfte Twitter-Design raus. Wie das zweite, also man kehrt ein bisschen zum Ursprung zurück, allerdings viel schlechter, mit verschiedenen Kacheln arbeitet. Also die komplette Sidebar, die zudem übrigens von rechts nach links gerutscht ist, also die war ja vorher rechts, jetzt ist sie plötzlich auf links, die Sidebar, war nun in Bereiche aufgeteilt. Der Kasten zum Schreiben eines neuen Tweets ist ebenfalls in die Sidebar gerutscht und wird erst ausklappbar, wenn man auf ihn klickt. Man sieht das ja hier im Bild. Wie gesagt, links jetzt die Sidebar mit den Informationen und dann auch der Kasten verfasse einen neuen Tweet. Außerdem ist der Twitter-Schriftzug nun vollständig verschwunden, was sehr merkwürdig ist, und durch den schwarzen Twitter-Bird ersetzt worden. Der ist jetzt also neuerdings schwarz gewesen. Ja, so schaut die Startseite aus und so die Profilseite. Da haben wir auch noch ein Bild. So, also auch praktisch mit dieser schwarzen Leiste, die schwarze Leiste, sowie links zum Verfassen eines neuen Tweets und die Sidebar, die die Plätze getauscht hat, also von rechts nach links. Vielleicht wollte man politisch korrekt werden, man weiß es nicht. So, 2000, ich finde immer noch verschmerzbare Dinge. 2013 kam dann eigentlich so der persönliche, designliche Untergang von Twitter. Anfang 2013 gab es nämlich die erste reine Profildesignänderung. Also bisher wurde immer so eigentlich nur die Startseite geändert, wie man sehen konnte. Die Profildesignseite hat sich eigentlich immer so an das Startseiten-Twitter-Dingens angepasst. Jetzt hat sich auch die Profildesignseite zum allerersten Mal geändert, wie man in diesem Screenshot sieht. Als Nutzer durfte man nun einen eigenen Header sich aussuchen, der hinter dem Profilbild und der Biografie, also der persönlichen Profilinformationen, aber vor dem Hintergrundbild angezeigt wurden. Also man konnte nach wie vor ein Hintergrundbild einfügen. Neu war, hinzu kam, dass man nun einen Header einfügen konnte und ein Profilbild. Also das Profilbild blieb bestehen, aber neu war halt der Header und dass man im Header die Beschreibung hatte. Also was das Twitter-Profil ist und was das Twitter-Profil überhaupt macht. Ist ein bisschen fragwürdig, wieso man diese Bio, wie es genannt wurde, also diese Profilinformationen, warum die im Header sind, war bei vielen immer nicht gut lesbar, weil wenn da natürlich ein schwarzer Header ist und dann ein Text oder ein weißer Header und dann ein weißer Text, dass das dann irgendwie Murks ist,
Naja, aber so weit hat halt Twitter nicht gedacht. Das ist so ein bisschen wie bei YouTube. Die denken immer auch immer erst, wenn es draußen ist. Hier war es übrigens auch schön. Da war es das erste Mal so eine Beta-Phase, wo man es auswählen konnte. Am Ende wurde es dann zwangsdurchgesetzt. Am Ende blieb keine Wahl mehr. Am Ende musste es jeder haben. Also man konnte es auswählen, ob man bei dem 2011er, 2013er Design bleiben wollte. Also ohne Header und ohne diese Biografie im Banner. Und irgendwann musste man es dann nehmen, da wurde es dann praktisch zwangsdurchgesetzt. Ähnlich wie bei YouTube. Ich sage ja, das sind wirklich starke Parallelen, ja. So, im März 2014 ging das siebte Twitter-Design online. Das mittlerweile siebte, muss man sich mal vorstellen, ja. Und das unterschied sich also zum Vorgänger-Design lediglich in der Farbe des der Menüleiste oben. Die ist, wie euch vielleicht aufgefallen ist, jetzt statt schwarz-weiß geworden. Wenn ihr oben mal schaut, jetzt ist ja eine weiße Menüleiste. Das hat sich im Wesentlichen geändert auf der Startseite und auch auf der Profilseite. Der Twitter-Bird war übrigens jetzt wieder blau statt schwarz und der Schriftzug blieb, also der Schriftzug Twitter blieb verschwunden. So, April 2014, das ist übrigens nach wie vor der aktuelle Stand. In diesem Jahre, in 2014, im April, kam dann bislang die letzte Änderung und meines Erachtens nach die bislang dümmste und schlimmste Änderung. Auf der Startseite wurden die Kacheln der Sidebar auf beiden Seiten aufgeteilt. Man hatte also links und rechts jetzt Kacheln. Und die Timeline rutschte dann zentriert in die Mitte, wie man hier auf dem Screenshot sehen kann, auf der Startseite. Die Profilseite wurde vollständig verändert. Wenn man mal auf die Profilseite steht, das ist übrigens neue Mode, das ist erst so in dem letzten, ihr habt es ja gerade gemerkt, so in dem letzten, also seit eigentlich diesem Jahr, Ende letzten Jahres, dass man anfängt jetzt auf der Profilseite Änderungen hervorzurufen, dass man das anpasst. Früher war das immer so, wenn neues Twitter-Design da war, hat sich hauptsächlich die Startseite verändert, die Profilseite blieb eigentlich unberührt. Das ist jetzt neu, warum man das jetzt auf einmal so anpackt, das ist natürlich eine Frage. Naja, die Profilseite wurde vollständig, wie gesagt, verändert. Ein Hintergrundbild gab es überhaupt nicht mehr. Man konnte kein Hintergrundbild mehr einfügen. Das fiel damit zum ersten Mal weg. Stattdessen wurde der Header, dieser Banner da oben, den ihr seht, wo der bläulich da oben ist, markiert ist, immer stärker vergrößert und ist immer mehr in den Vordergrund gerückt, ja. Die Profilinformationen rutschten in die linke Sidebar, also die war nicht mehr da oben dann jetzt in diesem Header zu sehen, die waren jetzt wenigstens links, wenigstens war das wieder kenntlicher gemacht, okay, das ist vielleicht ganz gut, und der Rest von dem Ganzen rutschte in die rechte Sidebar, also rechts, wie ihr sehen könnt, die rechte Kachel auf dem Profil. So, und woher kommt uns das irgendwie bekannt vor? Ja, richtig. Von Facebook. Das ist doch, erinnert doch irgendwie sehr stark an die Chronik von Facebook. Dieses Twitter-Design, das, was wir jetzt aktuell haben, seit April 2014, erinnert uns doch irgendwie stark an Facebook, oder? Also insgesamt auch die Schriftfarbe. Es gab mal eine Zeit lang eine sehr kuriose Schriftfarbe auf Twitter. Das war wirklich das Komischste, was ich bislang gesehen habe. Warum man das gemacht hat, verstehe ich auch nicht. Also die sind da irgendwie auch experimentierfreudig. Das sind immer so Sachen, die verstehe ich nicht. Warum, wenn man mal alle 5 Jahre irgendwas ändert, da haben wir ja alle kein Problem mit. Aber warum muss man jedes Jahr ein neues Twitter-Design rausbringen? Und das immer noch zwangsdurchsetzen, vor allem, wenn man mehrere Designs anbietet und sagt, sucht euch eins aus. Okay, aber immer dieses Zwangsdurchgesetze gleich auch noch. Ne? Das ist irgendwie wie, das kann man auch mit YouTube vergleichen. Die wollen immer alles gleichgeschaltet. Die Individualität fiel immer mehr raus. Ihr habt es ja gesehen, bei der Entwicklung 2006 bis heute, die Individualität geht immer mehr verloren mit jedem Jahr. Und jetzt sind wir da angekommen, wo überhaupt fast keine Individualität ist, wo jedes Twitter-Profil irgendwie gleich aussieht. Ja, da wollen die immer alle hin. Und das ist eine schlimme Entwicklung auch von vielen sozialen Netzwerken. Und das ist unter anderem ja auch ein Punkt, der in dieser Sendung behandelt wird. Jetzt haben wir hier recht viel über die Designs auf Twitter an sich recht viel erfahren. Doch auch die Einstellungen und Möglichkeiten, wie man zum Beispiel das Profil bearbeitet, hat sich zum Beispiel geändert. Wie gerade ja schon vorgestellt, hier zum Beispiel ist ja jetzt die persönlichen Informationen, der Profilname
und der Namen, mit dem man auf Twitter sichtbar sein möchte. Das übrigens, wenn man twittert, wird, und das ist ganz wichtig, nicht der echte Name angezeigt, sondern dann wählt man @mille7974 an. Das ist nämlich dann der Username und eben nicht mit Lars Lein. Das nur noch als Ergänzung. Wenn man jetzt bearbeiten möchte, geht man hier auf Profil bearbeiten. Und das ist auch alles neu. Das war früher alles anders, wie auch gerade vorgestellt mit den neuen Twitter-Designs. Hier wählt man den Header aus. Da das Profilfoto und hier ändert man dann die persönlichen Informationen. Das war früher alles in verschiedene Menüs unterteilt. Das kann man jetzt neuerdings alles auf einen Schlag verändern. Also man kann das hier ändern, den Namen. Sogar der Namen ist jetzt leichter änderbar als früher. Man kann hier die persönlichen Informationen schnell ändern und das Profilfoto und wie gesagt den Header. Das ist doch recht zum Vorteil geworden, dass man das neuerdings alles hier, wie gesagt, auf einen Schlag alles ändern kann, wo man sich früher durchklicken musste. Wobei natürlich damit auch mit den ganzen neuen Designs, auch mit der Zeit natürlich viele Freiheiten und viele Möglichkeiten weggefallen sind. Denn früher waren, es gibt zwar noch Einstellungen hier, da kann man zwar noch schon noch so Sachen ändern, da gibt es schon noch so kleine Möglichkeiten, die man hier nicht alle ändern kann auf einmal, so wie Passwort ändern. Was jetzt auch noch möglich ist, sind Designänderungen. Ich zeige das mal ganz kurz. Also wenn ich hier klicke auf Design, dann kann ich hier verschiedene Designs auswählen, den eigenen Hintergrund und so weiter. Aber dann ändert sich ja im Prinzip nur die Ansicht hier. Also für mich, das sehe ja nur ich im Prinzip, dieses Profilbild. Alle anderen sehen das ja gar nicht mehr, weil ja wie gesagt, vorhin schon beschrieben, der Hintergrund beim Twitter-Profilbild, bei dem Profil fällt ja weg. Es gibt ja keinen Hintergrund mehr. Es gibt nur noch diese Tweets, die im Mittelpunkt sind. Rechts, links die Sidebar, oben der Banner, der Header. Ansonsten fällt das ja alles weg. Also ich sehe nur noch ich, wenn ich irgendwie einen Tweet verfassen will, sehe praktisch nur noch meinen Hintergrund. Den kann nur noch ich sehen. Alle anderen sehen den nicht mehr. Ja? Von daher ist das eigentlich Quatsch, sich sein eigenes Design zu verändern. Aber na gut. Also das ist, man kann so unter Einstellungen noch ein paar restliche, persönliche Einstellungen ändern. Aber so das Ansehen, das Profil, das Twitter-Profil an sich, was jeder andere sieht, wenn ich es aufrufe, wenn ich twitter.com/mille7974 oder der Leitung 296, dann sieht man nur diese Sachen hier. Nur die, die man jetzt auch sehen kann. Und das kann man alles ändern, was man praktisch offiziell nach draußen sieht, mit einem Schlag, mit einem Klick. Das sind halt die ständigen Designänderungen, ein Prozess, der seit 2006 anläuft und vermutlich auch nicht aufhören wird. Es will immer mehr in Richtung Gleichschaltung gehen, so wie es auch auf Facebook ist und auf YouTube. Und wie gesagt, ich werde mich in meiner Kategorie immer dem sozialen Netzwerk Twitter widmen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bevor wir euch aus der Folge wieder entlassen, bekommt ihr noch einen kurzen Newsflash von David. Der hat uns einige Sachen zu Facebook mitgebracht. Beitrag ab. Es ist Facebook-Time. Und die erste News, die ist schon mal richtig doof für Facebook. 12.000 Facebook-Nutzer klagten gegen Facebook bzw. schrieben sich bei einer Petition ein wegen einem Datenschutzverstoß von Facebook. Ob das durchkommen wird? Ja, das ist wieder so eine Sache, wie ich glaube persönlich nicht, weil die Vergangenheit das auch öfters gezeigt hat. Nun gibt es wieder eine News, die schlecht für die Facebook-Nutzer aussieht. Diesmal aber nicht von Facebook direkt, sondern von der PC Games Hardware. Die haben nämlich eine der Top 10 Facebook-Fallen veröffentlicht. Also auf die Sätze, wo die Leute am meisten reinfallen. Auf der 10, ich habe gerade mein Facebook-Design geändert. Es ist erstaunlich. Auf der 9, finde heraus, wie die Besucher deines Profils ermitteln kannst. Auf der 8, hier findest du die Top 10 deiner Profilstalker. Es wird dich schockieren, dass dein Ex sich immer noch auf deinem Profil herumtreibt. Auf der 7, sieh nach, ob dein Freund dich gelöscht hat. Auf der 6, wir geben alles kostenlos ab. 5. Verabschiede dich vom blauen Facebook. 4. Lies meine Statusmeldungen und erhalte ein kostenloses Facebook-T-Shirt von Facebook. 3. Sexvideo mit Rihanna und ihrem Freund. 2. Achtung, Facebook hat sein Farbschema geändert. Und auf der Platz 1. Finde heraus, wer dein Facebook-Profil aufgerufen hat. Egal, wer darauf reinfällt, es sollte
hier jedes Mal klar sein, dass danach ein Angriff erfolgt. Die PC Games hat versucht, danach den Leuten Viren unterzuschleusen und die meisten Leute haben diese Echsen dann geöffnet und ja, ihr PC wurde danach infiziert. Die PC Games Hardware hat das dann auch nochmal im geschlossenen Kreis versucht und es hat ungefähr genau die gleiche Auflistung gesucht. Also wenn ihr das nächste Mal so einen Satz hört und danach eine Echse zugeschickt bekommt, öffnet sie nicht. Nun noch ein, wie ich finde, ziemlich skurriler Beitrag. Shakira hat nämlich die 101 Millionen Gefällt mir Angaben erreicht. Was daran komisch ist, sie ist damit auf Platz 1 der Gefällt mir Angaben weltweit. Nur Facebook hat mehr, aber das zählt ja nicht. Insofern, ich weiß nicht, wer das liked, aber ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Shakira auf ihrer Facebook-Seite geliked habt. Nun noch ein etwas normalerer Beitrag. Facebook will jetzt seine marode App jede 4 Wochen updaten. Natürlich erstmal nur für iOS, weil die Android-Nutzer ja nicht wichtig genug sind. Facebook will sich damit stellen, dass sie auf iOS erstmal die Updates rausbringen, um diese auszutesten. Was aber totaler Müll ist, da die Updates auch direkt für Android veröffentlicht werden können. Facebook will sich dabei nur wieder ihrer Pflicht entziehen, da man bei Android viele Sicherheitslücken noch schließen muss in der Facebook-App. Und außerdem muss ja jetzt erstmal das ein oder andere Feature zur besseren Überwachung eingebaut werden, denn zeitgleich damit wurde bestätigt, dass Facebook nun aufs Mikro zugreifen kann, um Musik in der Umgebung wahrzunehmen und diese dann direkt an euer Handy zu schicken. Ihr könnt dann sofort auf Gefällt mir klicken, wenn euch die Musik gefällt. Das lässt dann aber einige Fragen aufwerfen, wie es mit dem Datenschutz aussieht, wohin die Daten geschickt werden. Und wir wissen das natürlich alle an amerikanische Server, die in der USA stehen, wo die NSA zugreifen darf. Also sind eure Gespräche in nächster Zeit, wenn ihr die Facebook-App auf eurem Gerät habt, nicht mehr sicher. Das ist natürlich eine schöne Nachricht. Wann dann die Updates auch aufs Android-Gerät kommen, bleibt fragwürdig. Es wird vermutet, dass nach Ende 2-maligen Updates vielleicht eine Android-Version der neuen Facebook-App kommt. Es kann aber erst sein, dass es erst zum Release von iOS 8 ein Update für die Android-App geben wird. Nun noch eine News, die typisch Facebook ist. 300.000 Nutzer wurden manipuliert. Um genau zu sein, die Chronik. Die eine Hälfte bekam nur positive Posts, egal ob News oder Posts von ihren Freunden, und die andere nur negative. Facebook will damit nach eigenen Angaben untersucht haben, ob sich das Surfverhalten ändert, ob die Nutzer noch auf Facebook gehen, wenn sie deprimiert sind und, und. Das Problem dabei ist, nun, es wurde ein heftiger Trend dabei im Surfverhalten festgestellt. Nun wollen Werbetreibende natürlich die Chronik verändern, damit die Leute andere Produkte kaufen. Stellen Sie sich vor, man macht die Nutzer so manipulieren, dass sie ziemlich traurig sind. Und nun kommt man mit einem total tollen Produkt her, was Spaß und Glück versprechen soll. Etwas Exklusives, was nur du hast, worüber dann du einen Post schreiben kannst und deine Facebook-Freunde neidisch sind. Danach kann ja wieder die Chronik normal werden und du bist wieder frei für andere Werbetreibenden, die deine Chronik verändern wollen. Es bleibt also abzuwarten, ob in der nächsten Zeit die AGBs wieder so abgeändert werden, dass das alles funktioniert. Bis jetzt ist das nämlich durch die AGBs ausgeschlossen. Aber wie man Facebook kennt, wird es vermutlich so sein. Das war es dann auch schon wieder mit der allerersten Ausgabe von Vernetzt. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Das hier ist natürlich noch ein Piloten, es kann sich auch noch einiges ändern. Feedback und Verbesserungsvorschläge können gerne in die Kommentare gepostet werden oder per Mail an prankcontent@hotmail.com geschickt werden. Also dann, bis zum nächsten Mal.